sehr verehrten Damen und Herren, für Kaisers Klassikkunde hat ein offenbar sehr nachdenklicher und nicht allzu selbstbewusster Hörer die Frage gestellt. Ich liebe bekannte Stücke wie Er von Bach oder die Nachtmusik von Mozart. Und dann kommt's, ein Zeichen, dass ich ein Banause bin? Darauf kann man rasch antworten, aber es wird sich auch ein bisschen ausweiten. Das Er von Bach zu lieben oder die kleine Machtmusik von Mozart, das bedeutet, weiß Gott nicht, dass es ein Banause ist. Das Er ist höchst differenziert komponiert, ist ein Satz aus einer Bachschen Suite. Und die kleine Nachtmusik ist natürlich von einer Leichtigkeit und einer Eleganz und der Themen von einer Anmut, die ihresgleichen sucht. Und im langsamen Satz der kleinen Nachtmusik gibt es ja sogar eine ziemlich finstere C-Moll-Stelle. Und das Finale hatte auch nur der Mozart erfinden können. Also solche Stücke zu lieben heißt wahrlich nicht, dass man Banause ist. Nur man würde es werden, wenn man sich damit bescheidet. Wenn man sagt, aha, ich will eigentlich nichts anderes hören, als immer wieder Er von Bach oder kleine Nachtmusik von Mozart. Im Publikum, in uns allen, auch in mir, steckt an sich eine gewisse Freude an der Wiederholung. Dinge, bei denen man sich wohlfühlt, wo man sagt, das ist eine schöne Musik, das habe ich gerne, die möchte man gerne wiederhören. Und das Klassikpublikum in unseren Konzerten wird ja auch dafür getadelt, dass es immer wieder dieselben ganz großen Stücke hören möchte. Wo ich immer sage, mein Gott, die sind ja deshalb ganz groß, weil sie wirklich etwas Besonderes darstellen. Und wer halt von Beethoven die Mondscheinsonate hören will oder das fünfte Klavierkonzert und von Wagner den Tristan, der hat schon begriffen, dass das was ganz Besonderes ist. Nur wenn einen das nicht auch neugierig macht, dass man sagt, derjenige, der diese kleine Nachtmusik geschrieben hat, die ja immerhin aus Mozarts späten Zeiten kommt, was hat er denn in dem Umkreis noch gemacht? Und derjenige, der ein so schönes Er schreiben konnte, wie schreibt denn der für Sopran, wenn es um eine Matthäus-Passion geht? Und wie empfindet er sonst Melodien, wenn er, was der Bach ja auch getan hat, mal ein Liebeslied schreibt? Zu Deutsch, wenn einen das nicht auch neugierig macht, sondern nur selbstzufrieden und wiederholungssüchtig, dann wird man zum Banausen. Aber man ist es nicht, weil man sich gestattet, solche Stücke zu lieben. Das hat nur einen Haken, dem ganz populäre Sachen selten entgehen, wenn man bestimmte Sachen zu oft hört. Zum Beispiel ich, die fünfte Symphonie von Beethoven. Wie häufig habe ich sie schon gehört, gut oder sehr gut oder auch nicht ganz so gut. Wie häufig habe ich mich schon über sie geäußert, über sie geschrieben, sie in meinen Vorträgen erwähnt. Zu Deutsch, wenn man einem solchen Gegenstand, der vielleicht auch ein bisschen überschaubarer ist als andere, sonst wäre er ja nicht so beliebt, zu oft begegnet, dann stellt sich das Phänomen des Überdrusses ein. Und es ist ja tatsächlich schon von ernsthaften Musikologen der Vorschlag gemacht worden, man sollte doch Beethovens fünfte Symphonie oder auch die kleine Nachtmusik ein paar Jahre lang überhaupt nicht mehr spielen, dann würden die Leute begreifen, wie gut es ist. Ein natürlich vollkommen theoretischer und trotzdem sinnloser Vorschlag. Denn warum soll jemand, der 16 Jahre ist, fünf Jahre lang die fünfte Symphonie von Beethoven nicht hören, nur weil es einem 50-Jährigen gefällt, zu sagen, wir müssen mal kurz auf die verzichten. Das heißt, man muss dann selber versuchen, in sich sozusagen eine Waage zu finden, dass man einerseits die Lieblingsstücke, weil man sie liebt, oft hört, aber wenn man die Musik dazu auch liebt, sagt, nun wollen wir mal sehen, was es sonst noch gibt. Dann kommt man mit dem Er und der kleinen Nachtmusik aufs Beste zurecht.